Speer des Lindwurms wollten wir bauen. Dafür brauchen wir zwei Steineiche und für den Bogen, die Drachentöter-Armbrust, brauchen wir nochmal eine Steineiche. Und wir haben 7. Okay. Ja, gut, weil für das Ding hier bräuchten wir nochmal 4. 7 haben wir. Eine hierfür und 2 hierfür, ja. Dafür brauchen wir einen Talentwert von 16 und wir haben 12. Und für die beiden Bogensachen, da bräuchten wir einen von 18. Ja, komm, das kriegen wir auch hin. So, da können wir nämlich, auch wenn wir die Armbrust wahrscheinlich nicht benutzen werden, die Eisenwalder, wenn wir sie trotzdem einfach der Vollständigkeit halber, weil es eine besondere Armbrust ist, auch herstellen. So, jetzt aber erst einmal das ganze Zeug hier verkaufen. Ja, der Schlüssel. Den heben wir auch auf. So, jetzt haben wir jede Menge Zeug, was wir aufheben wollen. Und jede Menge Materialien, die wir erstmal verstauen müssen. Und dann gucken wir, dass wir das Zeug craften, was wir craften wollen. Ja. Ich versuche mein Bestes. Gut, das heißt, zurück zum Stadteingang. Weil hier können wir eh nicht mehr viel machen. Dann geht's in unser Anwesen in Ferdok zurück. Und von da aus geht's dann wieder zurück nach Murulosh. Und in die tiefen Höhlen. So. Bangroschlangenbart, das Haupteil ist Popowurms. Ingerim, steh mir bei. Wart doch hoffentlich nicht zu Tür und habt euch den Ungetüm allein gestellt. Ah, beruhigt euch, mein lieber Wirbusch. Es ist tatsächlich der Kopf eines Drachen. Mit Hilfe von Zwergprinz Arom und seinen Drachentötern konnte ich nahe Talon den marodierenden Jafkur legen. Die Bestie bedrohte Talon und brannte sogar das Heiligtum Prinzen bis auf den Grund nieder. Fantastisch. Ich gebe zu, ihr hättet ihr nicht den Kopf als Beweis im Schlepp. Fiel es mir schwer, dies alles für bare Mütze zu nehmen. Später müsst ihr mir eure Erlebnisse mit Prinz Arum in allen Einzelheiten schildern. Eure Trophäe nehme ich schon mal an mich. Die kommt schön an die Fassade des Anwesens, damit jeder weiß, dass ihr ein waschechter Drachentöter seid. Ach, aber wo habe ich bloß meine Manieren gelassen? Kann ich noch irgendwas für euch tun? Das ist erstmal alles. So, das heißt, wir haben den Drachenkopf verloren. Mir fällt gerade so ein, für den Speer brauche ich den Zahn. Und für die Armbrust brauche ich die Sehne. Gut. So, jetzt. Folgt mir. Gladys, erstmal Zeug aufräumen. Stimmt, hier sind ja Kriegsbolzen und Kriegspfeile. Aber erstmal Zeug verstauen, würde ich sagen. Also hier war Munition. Hier sind die Nutzgegenstände, sage ich jetzt einfach mal. Also da kommt das. Irgendwie fehlt da der Oglin-Sud. Da kommt das Antidot erstmal rein. Also Intuitionselixier.
Große Zaubertränke, große Heiltränke. Da können wir das Waffenbalsam verstauen, das Blutelixier. Den Oglinsud. Ja, die Fallen möchte ich gerne nicht da reinpacken. Ja. So, hier haben wir Rüstungen. Ja, aber nichts Besonderes. Also Arbeitsschuhe, langes Kettenhemd, der Helm. Der Helm, das Ding können da rein. So, jetzt wird es langsam weniger. So, was hatten wir hier gelagert? Ah, Waffen. Im Waffenschrank. Da kann das Ding rein. Hier haben wir nichts. Da können Fallen rein. So, was haben wir hier? Hier haben wir Wertgegenstände, sage ich jetzt einfach mal. Ach, hier haben wir auch Schmuck reingepackt. Ja. Oder haben wir hier Schmuck rein? Nein. Schmuck können wir hier reintun. So. Hat sie noch irgendwas? Ja, die Maske. Das heißt, ich hole hier mal noch den Fingerring raus. Und den Orden. Da kann Vorgrim aber dann den Kopf des Tatzelwurms und den abgebrochenen Drachenzahn, die nichts wert sind, reinpacken. So, Fingerklinge, Orden. Und irgendwo war jetzt noch die Maske. So. Dann bist du schon mal komplett leer. Und kannst theoretisch mal hier aus der Truhe Kriegspfeile und Kriegsbolzen entnehmen. Ach, nehmen wir alle Pfeile hier raus. So. Na klar. Die sticken aus irgendeinem Grund nicht. Was ich komisch finde. Außer die sind nur eigentlich 20er Sticks. Ah ne, Kriegsfeil. Und Kriegsfeil. Hm. Also erstmal die Munition. So. Und dann tut Gwendala mal ihre Sachen leeren. So. Drachenblut, Kräutersichel. Na, Blödsinn. Wo ist jetzt die Kräutersichel da? Die Drachensehne erstmal nicht. Aber hier Apfel, Zunderscham, Froschschenkel, das. Harpienfeder kommen hier auch nicht rein. So, sondern das alles. So, ihr Kräutersichel wieder dahin. Meint ihr? Ja. Dann können wir jetzt von Gladys die ganzen Pfeile zu ihr rüber verschieben. So, jetzt haben wir nur noch ein paar Bolzen hier. Sprich, Freund. Und jede Menge Pfeilart hier. Eigentlich sollte ich mich wieder meinen Studien widmen, anstatt wehmütig in die Ferne zu starren. So, jetzt Vorgrim. Und ja, ich werde hier keine Sachen sammeln. So, Vorgrim. Gold, Metallteile. Kohle und Sandstein. Ja. Lass das mal Vorgrim machen. So, die Sachen.
Verstauen wir erstmal noch. So, dann gucken wir, was wir alles brauchen. Verbesserte Sehne kann erstmal weg. Das kann weg. Salbenfett verstaue ich nicht hier normalerweise, aber gut. So. Dann gucken wir mal. Für den Speer brauchen wir Zwergenstahl. Haben wir überhaupt Zwergenstahl? Oder muss ich das erst kaufen? Nein, wir haben keinen Zwergenstahl. Das heißt, das müssen wir erst kaufen. Okay, das heißt, wir fangen mit den... der Drachentöter Armbrust an. Lederbände, Metallteile und Holzleim. Metallteile habe ich ja hier weggepackt. Metallteile, Lederbände und Holzleim kriege ich da drüben. Lass das mal vorgehen. Das heißt, die Steineiche kommt erstmal zu dir. Die Sehne kommt auch zu dir. Nur den Zahn behalten wir bei Vorgrim erstmal. Was brauchen wir für die andere Armbrust? Für die ja. Sehnen, Lederbänder, Holzteil und die Kurbel. Also nimmst du dir noch die Kurbel. Dann brauchen wir hier Holzleim, Sehnen, Lederbänder. Ach, hier sind auch nochmal Metallteile. Na, nimm die mal mit. Ach, nimm auch das Salbenfett mit. So, das heißt, wir müssten alles haben, dass du uns eine Drachentöter-Armbrust bauen kannst. Jupp. Und eine... von denen hier. So, die gehen jetzt beide mal an Gladys. So, Metallteile können wir stacken. Das bin ich. So. Die almandische Armbrust kann weg. Die Armbrust hat halt auch ordentlich Reichweite. Und einen sehr, sehr ordentlichen Schaden mit 3W plus 4. Das hier ist 1W plus 7. Das hier ist nur 1W plus 5. Also ja, die beiden werden weggepackt in den Waffenschrank. Ja. Für die Pfeile bräuchte ich Harpienfedern und kann 5 Stück herstellen. Für Kriegspfeile brauche ich Eibenholz statt Ulmenholz. Genauso für Kriegsbolzen. Für Brandpfeile bräuchte ich Zunderschwamm. Für Giftpfeile bräuchte ich Giftbeutel. Und andere Sachen kann ich nicht. Gucken wir mal, wie viel... Also erstmal kann ich wieder wegpacken. Die Sehnen und Lederbänder. Ich habe gerade mal 8 Eibenholz und jede Menge Ulmenholz. Gänsefedern, Pfeilspitzen. Dann nimmt die Pfeilspitzen, nicht den 100er Stack. So, ich könnte Kriegspfeile 8 Stück basteln. Da mache ich mal 4 und 4. So.
Und hier jeweils 10. So, jetzt sollte ich jede Menge Pfeile und noch mehr Pfeile haben.